Die Sonne spiegelt sich im Wasser hier in Haltern am See und genau um die geht es. Auf dem Gewässer in Nordrhein-Westfalen schwimmen Solarpaneele. Sie sollen möglichst viel erneuerbare Energie erzeugen. Verantwortlich zeichnet das Unternehmen BayWa Re. Toni Weigel ist Leiter des Produktmanagements für die schwimmenden Paneele. Wir bauen hier einen 3 Megawatt Floating PV Park, eine Innovation wirklich in Deutschland. In Holland wurden zwar schon viele Anlagen so umgesetzt, über 200 Megawatt, aber wir bauen jetzt hier gerade die größte schwimmende Solaranlage in Deutschland. Und was kann die? Die Anlage kann einen super großen Beitrag zur landneutralen Energiewende leisten, weil hier ein ungenutzter See, der vorher zur Auskiesung verwendet wurde, in ein erneuerbares Energiekraftwerk umgewandelt wird. Gerade in Zeiten stark steigender Energiepreise seien Unternehmen daran interessiert, sich unabhängig zu machen von fossilen Energieträgern. Daher werde gern in solche Anlagen investiert. Der Vorteil bei einer schwimmenden Solaranlage ist halt, dass die Solarmodule, die besser arbeiten, wenn sie kühl sind, nah an der Wasserfläche sind und dadurch, dass die Wasserfläche auch leicht gekühlt werden und eine höhere Effizienz haben und somit auch eine höhere Energieausbeute bringen können. Das Unternehmen habe sich das Potenzial für schwimmende Solaranlagen in Deutschland genau angesehen. Und ich glaube, das ist erst der Start jetzt von einer großen Transfusion in erneuerbare Energiekraftwerke auf Wasserflächen. Allein in Deutschland könnten auf ungenutzten Seen bis zu 20 Gigawatt Solar umgesetzt werden, so der Produktmanager.